Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Jurassic Park Revelation. Heißt das eigentlich Jurassic Park? Jurassic Revelation oder so. Heißt das Paket und das möchte ich mit euch zusammen spielen. Wir haben hier schon so ein paar Monster entdeckt. Es gibt riesige Skorpione und so. Und heute wollen wir mal in die Erde gehen, ganz tief runter, wo wir das letzte Mal schon ziemlich abgestürzt sind, weil ich nicht aufgepasst habe. Und wir werden mal gucken, dass wir hier unten schon mal ein bisschen Material sammeln. Ich hoffe, dass wir das mit unseren Spitzhacken hier schon dürfen. Also, dass wir hier schon Sachen abbauen können. Wir testen es jetzt einfach mal. Das können wir abbauen. Das können wir nicht abbauen. Steine können wir sowieso abbauen. So. Was können wir denn noch abbauen? So, wir gehen mal hier rüber und ja, war ja klar. Kohle. So, mit das Wichtigste in diesem Spiel kann man natürlich nicht abbauen. Können wir es denn hiermit abbauen? Nö. Das heißt, wir müssen ja erstmal eine ganze Menge einreißen, sodass unsere Spitzhacken jetzt hier sich verbessern. Ah, was haben sie denn? 37 und 10. Oh, das dauert noch ewig. So, da müssen wir also jetzt aus. Wie können wir das denn machen? Was ist denn das hier neben mit dem? Das will ich nicht haben. Ah, right bracket heißt die Funktion. Moment. Equal, comma, period, slash, control, backslash, right bracket is activate, main miner, ja, das ist okay. Ich möchte aber diese Funktion nicht haben. Welche Mod ist denn dafür zuständig? Die müsste ich auf jeden Fall rausschmeißen. Ich möchte nicht diese komische Mod hier neben haben. Das ist eine ganz beschissene Mod, weil ich will keine anderen Monster spielen oder sowas. Außerdem belegt das mir jetzt hier... Da muss ich es auf eine andere Taste legen. Mann. Sagt mir mal, wie das heißt. Ich will das nämlich rausschmeißen. Ich will diese Funktion nicht haben. Das ist Equals. Nee, das können wir nicht nehmen. Dann nehmen wir Left Bracket. Okay. Testen wir mal. Geht nicht. Schon wieder du daneben. Verschwinde. Ey. Diese Mod will ich nicht haben. Ach, was für eine Taste kann ich jetzt mal legen? Hier, Insert. Die scheint gut zu sein. Aber es gibt keine Vein-Funktion. Eigentlich müsste jetzt die halbe Wand hier einstürzen. Und so könnten wir jetzt schneller abbauen. Oh, ich hasse das. So, ich würde gerne mal rausfinden, wie diese Mod heißt. Die muss rausfliegen. So, mal gucken, was wir hier alles abbauen können. So, die ist schon mal durch. Die ist schon mal maximal ausgenutzt. Ich weiß auch nicht, ob es für die verschiedenen Gesteinsarten vielleicht verschieden viele Punkte gibt. Das müsste man mal... Da steckt die Fackel drin, das können wir nicht abbauen. Ja, das müsste man mal rausfinden. Das kann ich nicht abbauen. Was ist denn das eigentlich hier? Glattes. Aha. Ist das sowas wie Gravel, also wie Kies? So, meine Spitzhacke geht ganz schön runter. Wir brauchen, glaube ich, aber erstmal ein paar Steine. So. Die müssen sich halt jetzt hier erstmal, je länger wir die benutzen, je mehr wir damit abbauen, umso mehr können die dann später. Die wir verbessern sich immer weiter. Und wir können immer mehr damit machen. Hoffe ich jedenfalls. So war das früher immer. Aber durch diese komische Umstellung da bei Iguana, da gibt es jetzt irgendwie komische Sachen.
So. Das hält total auf, weil sonst konnte man immer bauen, wie man wollte. Abbauen, wie man wollte. Da gab es nicht irgendwie die Einschränkung, dass man das oder das Material damit nicht abbauen kann. Das finde ich ein bisschen doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir nicht. Weil wir wollen ja auch was schaffen hier in unserem Spiel. Da ist schon wieder was explodiert. Ist da irgendwo ein Creeper gewesen oder was? Hat da jemand was gesehen? So, hier könnten wir eigentlich mal eine Treppe hinbauen. So, bauen wir eine Treppe hin. Da können wir nämlich das nächste Mal hier schön runtergehen und können dann hier alles erkunden. Außerdem verbessern sich dadurch dann hier unsere Spitzhacken. Ich bekomme übrigens nächste Woche Besuch von Leuten, die mir helfen, mein Zimmer umzubauen. Und ich habe dann vor, mit denen hier das, hier diese Welt zu spielen. Und dann kommen wir vielleicht ein bisschen schneller voran. Das sind jetzt zwar Minecraft-Neulinge, sag ich mal, aber die kriegen wir schon hingebogen. Und zwar ist das der Wolfgar und der Rodan. Die werden dann mitzocken, hoffe ich jedenfalls. So, ich gehe jetzt mal hoch und dann können wir jetzt hier schon mal die ganzen Sachen reparieren, die wir gerade... Das war der falsche Tisch. Ne, das war der richtige. So, Steine hier rein und wir machen erstmal hier... Reparieren wir erstmal das Zeug. 89 und 55. Die müssen also noch ein bisschen eingesetzt werden. Müssen also noch mal runter. Während wir runtergehen, können wir was essen. Und da sind wir auch schon satt. So, das hätten wir ja hier schon mal relativ frei gehauen. Was mich ein bisschen nervt, ist tatsächlich hier, dass das mit dem Vein Miner nicht geht. Wir das abbauen? Turmalinerz. Keine Ahnung, was Turmalinerz ist. So, wie gesagt, ich baue jetzt hier gerade nur ab, damit unsere Spitzhacken ein bisschen besser werden. Wir müssen dann später welche bauen aus anderen Materialien. Ich hoffe, dass die Spitzhacken sich hier noch verbessern, sodass wir dann später auch andere Materialien damit abbauen können. Jetzt weiß ich gar nicht hier. Das geht damit. Dann können wir die schon mal verbessern. Jetzt höre ich irgendwo einen Zombie. So. Ich hoffe, die verbessern sich auch. Mal gucken. Die hat 38, die hat 7. Also 38 hatte die gerade eben. Mal gucken, wenn wir jetzt hier das weggebaut haben, ob es dann mehr geworden ist. So, und ich würde sagen, wir beginnen erstmal damit, dass wir jetzt hier... vielleicht mit Buildcraft arbeiten. Erstmal ein paar Rohre aufbauen und mit diesen Rohren dann halt das Material nach oben bringen. Das war so ein bisschen, ja, ich würde jetzt fast schon sagen, altmodisch für mich. Was macht denn diese Pflanze? Da oben kommt die Lava raus. Die möchte ich gerne stoppen eigentlich. Und da oben steht aber ein Zombie, deswegen gehen wir doch wieder weg. So, was haben wir hier? Bestes abbauen? Nee. Das lässt sich auch nicht abbauen. Gut, wir haben ja hier schon mal einen ganz schönen Gang gebaut. Jetzt machen wir hier... Das machen wir wieder weg. Das haben wir zwar selbst dahin gebaut, aber das bauen wir jetzt wieder weg. Dann bauen wir hier nämlich einen Treppenaufgang auch. So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Journey Map mache. Dann sehe ich leider nur das, was ich entdeckt habe. Man kann nämlich eigentlich auch... Hier sieht man auch nichts. Zwei Karten und keine zeigt mir das an, was ich sehen will.
Ich sehe nur das, was ich entdeckt habe. Mit Z müsste ich eigentlich größer machen. Ich kann so größer machen. So, wir haben hier so ein bisschen was hier schon entdeckt. Da ist die Base. Wir sind jetzt gerade hier. Und ich suche nämlich eigentlich schon nach einer Mine, die wir dann vielleicht ein bisschen erkunden können. Sag mal, ist hier? Ah, jetzt ist er durch. Ich warte also darauf, dass eine besser wird. Hellgrüner Stein. Der ist auch neu, den kenne ich nicht. Ich habe noch nicht so viele Pakete gespielt. Jetzt ist er besser geworden. Modifizierter, und zwar steht da +1 verstärkt. Steht mein Timer davor, deswegen konnte ich jetzt, musste jetzt gerade um die Ecke gucken. Was bist du? Osmium. Osmium brauchen wir. Aus Osmium können wir nämlich bessere Waffen bauen. Besseres Zeug bauen. Da brauchen wir Abbau-Level 10. Ja, das Problem ist, weißt, wie soll ich denn hier mit dem Zeug jetzt hier was Besseres abbauen? Guck mal, es ist hier der Stein, ja? Wie soll ich denn hier was Besseres abbauen, wenn der Abbau-Level nicht hochgeht? Das war sonst immer so gewesen, dass der Abbau-Level sich halt auch verbessert. Die ist leer. Durch. So. Können wir dann das abbauen? Nee, auch nicht. Da brauchen wir Obsidian. Oh. Die wichtigsten Sachen können wir nicht abbauen. Ich muss da morgen, glaube ich, nochmal auf unseren Server gehen. Da sind ja meine ganzen Cracks drauf. Die können wir bestimmt erklären, wie wir dann das hinbekommen, dass man Osmium abbaut mit Werkzeugen, die einfach nur Steine abbauen können. Oder wie ich das erweitern kann. Also wenn ich den jetzt hier, wenn ich die jetzt weiter benutze, werden die ja immer besser. Aber ich glaube, der Abbau-Level, der verbessert sich dabei nicht. Jedenfalls glaube ich das. Ist voll langweilig zu gucken, wie ich hier abbaue, oder? Vielleicht habt ihr ja... Also ich hoffe, euch gefällt das, so dass ihr das vielleicht nachmittags guckt, so wie ich das gerne mache, irgendwie auf der Couch liegen, ein bisschen zugucken, wie jemand zockt. Das würde mir gut gefallen, wenn es bei euch auch so wäre. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, bauen wir hier oben das noch ab. Huch. Marmor. Damit können wir dann unser Gebäude vielleicht schon mal verbessern. Was haben wir denn hier? Bernstein. Bernstein können wir nicht abbauen, oder? Nee. Spitzhacke Eisen. Ich habe da ja noch eine Idee. Wir könnten ja auch ein bisschen noch... Wir können ja ein paar Orte suchen und dann können wir vielleicht ein paar Kisten looten und kriegen dadurch dann vielleicht bessere Sachen. Das könnte man eigentlich machen. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Lasst uns das mal machen. Wir gehen jetzt mal hier zurück. Ich habe ja jetzt hier schon ein Stück weit ausgebaut. Und wir gehen mal hoch und werden mal gucken, ob wir noch ein paar Dörfer looten können. Vielleicht finden wir da ja was. Wir erkunden jetzt so ein bisschen die Gegend. Schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt hier die Uhrzeit angezeigt bekommen würden, wie spät es ist in unserer Welt, damit wir halt auch wissen, wie lange wir noch unterwegs sein dürfen. Eine Fackel haben wir noch, das ist ein bisschen wenig. Nehmen wir das Schwert in die Hand, vorsichtshalber. Oh, hier ist was in die Luft geflogen. Das bauen wir erstmal mit Kies aus. Was ist denn das passiert? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ach doch, ich habe vorhin mal gesagt, was ist denn hier in die Luft geflogen? Stimmt. So, das war jetzt Kies. Haben wir noch irgendwas anderes? Erde wäre schön.
Ich habe eine Erde. Super. Dann setzen wir die mal dahin. Da kommen wir hier schon wieder in unsere Bude rein. Aber naja. So toll ist es nicht. Und hier vorne ist was durcheinander geraten. Nee, sieht nur so aus. Gut. Erstmal umgucken, dass hier keine Monster sind. Und dann gucken wir mal auf unsere Karte. So, da steht ein Skelett. Da ist eine... Da ist schon was. Also wir müssen nach Nordosten gehen. Die Karte dreht sich nicht mit. Das muss ich noch einstellen. Wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Da. So, hier hatten wir ja schon mal Glück, irgendwas zu finden bei diesen wilden Zeugs hier. Hoffentlich ist der Skorpion jetzt hier nicht in der Nähe. Da kriegen wir auch gleich die Erde, die wir brauchen, um vor unserer Hütte aufzuräumen. Alles wieder schick zu machen. So, das soll reichen. Wir gehen mal hier hoch. Und wir müssen nach da. Nach da. Das sieht schlecht aus. Es wird schon dunkel. Oh, ich werde abgedrängt. Von irgendwas. Irgendwas hat mich da schon angegriffen. Wir gehen lieber nach Hause und schlafen ein bisschen und dann gehen wir morgen wieder hier hin. War denn mein sicherer Weg hier? Vielleicht haben wir ja noch Zeit, die Erde wenigstens zu setzen, oder? Ich trage das nicht, wenn es hier nicht schön ist. So. Die Treppe muss weg. Die stört da. Hey, wer war das? Da, dieses Miststück. Hier ist keine Fensterscheibe drin. Nein, wir sind noch gestorben, verdammt. Das ist natürlich jetzt Kacke. Oh nein, 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 oh nein. Ich mach euch fertig. Als die Fensterscheibe in die Luft, als da draußen das Ding in die Luft geflogen ist, muss wohl die Fensterscheibe kaputt gegangen sein. Den Loot will ich aber noch haben. So, da ist noch unser Grab. Das brauche ich auch.
Ach, das war ja spannend gerade. Voll spannend. So, das hier dahin, das kommt dahin, nee, dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Wir gehen nochmal zur Reparatur. So. Und hier auch. Und jetzt gehen wir schnell schlafen, bevor die nächsten kommen. Irgendwas hat einen Modifier gekriegt. Hm? Ich dachte gerade, ich stehe draußen. So, ich wollte was essen. No. Ist es das Ding? Das hört sich aber so groß an. So, jetzt mal schnell wieder hier hoch. Da drüben sind ja auch die... Da drüben sind die Tropenbäume. Da werden wir uns später ganz viel Holz holen, sowie unsere Axt irgendwie in einem besseren, in einer besseren Geschwindigkeit das Zeug abbaut. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Oh, ein Skorpion! Kommt der? Nee. Da gibt's Giraffen. Ich nehme mal das Schwert in die Hand. Hier gibt es archäologische Artefakte. So, da unten geht es noch weiter. So, ich habe es doch hier eben gesehen. Es geht doch hier weiter runter. Ah, Kiste. Beschädigt ist die Figur. Das ist ja nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Goldblock kann ich nicht abbauen. Mist. Ich habe noch keine Ahnung, was wir hier mit den archäologischen Sachen machen können. Wir machen das mal ein bisschen Licht. Mal eins zerhauen. Wir brauchen leider Loot. Also wir müssen ganz viel, wir müssen irgendwie Sachen finden, die uns weiterbringen. Das hier hilft uns leider nicht weiter. So, ich grab mich mal hier raus. Wir müssten nämlich jetzt hier eigentlich irgendwie knapp über der Erdkante rauskommen. Siehste, ich wusste das doch. So, das ist schon mal was Archäologisches, was ja toll ist. Habe ich das eigentlich erzählt? Das gefällt mir nämlich gerade so gut hier dran mit der Archäologie, weil ich nämlich das eigentlich studieren wollte. Und ich habe das aber dann doch nicht gemacht, weil ich dann doch arbeiten wollte. Das war eine schlechte Idee.
Und ja, deswegen bin ich aber weiterhin trotzdem noch Archäologie begeistert. Und mir gefallen solche Sachen. So, hier ist was Schwarzes, das würde ich mir gerne angucken. Hier ist diese fliegende Insel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier Richtung Norden. Was macht denn die? Die Sonne ist noch oben am Himmel. Wir gehen jetzt einfach mal hier nach Norden. Und zur Not müssen wir halt nachher, wenn die Sonne sich so langsam neigt, dann müssen wir hier Gas geben, damit wir hier wieder pünktlich zurückkommen. Ach, wir haben noch keinen Screenshot gemacht für die Folge. Ich sag euch, wenn ich diese Folgen hier fertig mache, dann stelle ich fest, dass ich fast für jede Folge vergessen habe, einen Screenshot zu machen. Vielleicht sollten wir schon mal prophylaktisch ein paar Screenshots machen. Unten in der Höhle wollten wir eins machen für die letzte Folge. Hier müssten wir jetzt oben von der Pyramide einen Screenshot machen. Da drüben ist eine Eiswelt. So, mal hier hochgehen. Ich hätte nämlich gerne noch ein Eisen. Wenn wir noch ein Eisen finden, dann haben wir nämlich den Vorteil, da können wir uns eine Eisenspitzhacke bauen. Und dann können wir vielleicht andere Sachen abbauen. Was war das da drüben? Da ist noch ein Dorf. Wir hätten uns ein Bett mitnehmen sollen. Das wäre ideal gewesen. Die Sonne ist noch immer noch oben. Wir machen uns gleich einen Wegpunkt hier hin. Dorf 2. Ich hoffe, die Elefanten sind lieb. Scheint so. So, zweites Dorf. Da krabbelt was rum. Ich bin natürlich neugierig, ich muss es mir angucken. Was bist du? Was bist du denn? Hier gibt es wieder Löwen. So, wir stellen uns erstmal irgendwo sicher in ein Gebäude. So, jetzt machen wir hier Journey. Map und dann machen wir hier neu und dann sagen wir hier Dorf 2 und das machen wir ein bisschen höher, weil ich möchte nämlich nicht, dass die Marker immer hier unten gleich sind. Dann sind die mir im Weg. So, wir gehen wieder raus. Hätten wir markiert. Jetzt durchsuchen wir hier alle Dinger. So, ein Eisen haben wir gefunden. Das nehmen wir alles mit. Auch die Truhe nehmen wir mit, die ist auch noch sehr wertvoll für uns, weil wir noch nicht so viele haben. So. Hier steht sonst nichts mehr rum. Da ist noch eine Truhe. Das brauchen wir nicht. Das können wir mitnehmen. Oh nein, wir sind voll beladen. Was können wir denn nicht gebrauchen? Hier den Skelettschädel können wir nicht gebrauchen. Bruchsteine können wir eigentlich sofort wieder irgendwo herbekommen. Das nehmen wir dann noch raus. Die wilde Blume nehmen wir mal raus. Was fliegt denn hier noch rum? Eigentlich würde ich gerne die Wolle noch mitnehmen. Dafür müssen wir irgendwas rauswerfen. Eiserner Meißelkopf. Sattel. Wisst ihr, nee, hier ist eine Peitsche. Die werfen wir raus. So, Wolle ist drin. Gut. So, die Wolle hätten wir schon mal abgeerntet. Was gibt es hier noch für Gebäude? Wie viel haben wir da, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen uns sehr beeilen. Hier ist nichts drin. Da ist noch eine Truhe. Hier ist nichts drin, was mich interessiert.
Geh mal weg. So, Obsidianpfanne, das ist alles jetzt hier so, das brauchen wir alles nicht. So, wir müssen zurück zum Punkt, zu dem Punkt. Base. Meter. Wir müssen uns also sehr beeilen. Nein! Oh, das war natürlich jetzt mies. So, das wird natürlich jetzt ein ganz schöner Gewaltmarsch, bevor es richtig dunkel wird und wir dann hier Ärger bekommen mit den Riesenmonstern. Auf den Berg müssen wir noch hoch, auf der anderen Seite wieder runter, dann sind wir zu Hause. Komm, mach hin! Da kommen sie nämlich alle schon. So, jetzt schnell hier runter und dann sind wir zu Hause. Ich glaube, wir müssen diesen Weg hier benutzen. Wir dürfen nicht in das Spinnennetz geraten. Hier ist zur Abwechslung mal nichts in die Luft geflogen. Schnell rein, Tür zu, Tür zu. Und schlafen gehen. So, meine lieben Leute, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wir haben jetzt schon einiges geschafft. Ich würde sagen, ich versuche jetzt noch mal ein paar Screenshots zu machen. Und was steht da? Darf zwei. Okay, und sag euch für heute mal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt mal, was ihr von dem Pack hier haltet, ob ich das weiter spielen soll oder ob es langweilig ist. Das würde mich jetzt ein bisschen interessieren auch. Bis dann, macht's gut. Ciao.